Ja, schön, dass genau auch du wieder eingeschaltet hast. Genau, ja, du, genau du. Ja, du. Und zwar, es geht um ein Produkt, das man über die Nahrung zu sich führt oder auch in deinem Körper bildet, was nachweislich deine Lebensjahre verkürzt. Und das muss nicht sein. Alles das genau in diesem Video. Es geht um die sogenannten AGEs. Das sind keine allgemeinen Geschäftsbedingungen oder sonst was. Es sind quasi, das sind aber auch die AGBs. Was ich aber sagen will, es ist ein Produkt, das entsteht, genau genommen Advanced Glucation End Products. Übersetzt heißt das Ganze fortgeschrittene, verzuckerte Endprodukte. Das heißt, es geht um Moleküle, die anscheinend schädlich für uns sind, das zeige ich euch gleich in Studien, die verzuckert werden und genau genommen sind das Proteine. Ganz kurz zur Reaktionsgleichung. Keine Sorge, nur ganz kurz für die, die es ganz genau wissen wollen oder vielleicht für die, die es nochmal ganz genau erklärt haben wollen. Zunächst kommt es zum nukleophilen Angriff des Stickstoffs, ja, auf das sogenannte Hydroxid-Kohlenstoff, das blende ich hier einmal ein. Das ist polarisiert, das würde alles zu weit führen. Ich zeige euch nur ganz kurz den Mechanismus. Dann kommt es zur Wasserabspaltung. Ja. Nach der Wasserabspaltung entsteht die sogenannte Schiffsbase. So. Die Schiffsbase wird dann dementsprechend mit Hilfe einer Umlagerung zu einer Doppelbindung. Ja, die klappt quasi um. Hier sehen wir hier die Doppelbindung. CO2 geht raus. Das Amadori-Produkt ist da. Kann dann mit Hilfe von Radikalen, die wir nicht haben wollen, weiter entstehend produziert werden, die sogenannten AGEs, die Advanced Glucation End Products. Wie zum Beispiel das Acrylamid, das kennen wir zum Beispiel viele. Ja? Bei zu hohen Temperaturen, bei Kartoffeln im Backofen zum Beispiel. Das kann aber auch in deinem Körper entstehen. So, schön, dass du noch dran bist und das ganze Chemische überstanden hast. Ich bin so stolz auf dich. Kommen wir aber nun zu etwas Praktischem und zwar in der Nahrung. Wo befinden sich diese Stoffe überhaupt? Und zwar schauen wir uns diese Tabelle hier einmal an, kurz abgeblendet alles, ausgeblendet. Nur Obst, da haben wir Werte von ca. 10 ja, AGEs, die wir nicht haben wollen bei uns im Körper. Zum Vergleich mal Rindfleisch, und zwar Rindfleisch gegrillt hat dementsprechend Werte von 7400. Ja, das ist fast 70, über 70 Mal so hoch. Oder auch die Pizza schneidet nicht besser ab, 6800. Oder auch ganz normal vegane Lebensmittel, wie zum Beispiel geröstete Mandeln, haben ebenfalls sehr, sehr hohe Werte. Von daher möchte ich hier nochmal, ja, betonen, dass eine vegane Lebensweise kein Freifahrtschein ist für eine gesunde Ernährung. Es gibt sicherlich viele omnivore Lebende, die sich gesünder ernähren als vegan lebende Menschen. Ja? Das möchte ich immer im Hinterkopf behalten. Es ist sehr wichtig, die Zubereitung deiner Lebensmittel zu beachten. Ganz kurz, 140 Grad ist so der Schwellenwert, wann genügend Aktivierungsenergie da ist, um, wie gerade erklärt, die Wasserabspaltung voranzutreiben und dementsprechend auch diese AGEs bilden zu können. Das heißt, im Backofen ab 140 Grad ist das sehr gut machbar. Das passiert, wenn so gesehen das Zucker an das Protein addiert wird. Ja? So. Ganz wichtig, wenn du etwas bratest in der Pfanne, dann wissen wir alle, Wasser siedet bei wie viel Grad? Richtig, bei 100 Grad. Öl bei mehreren 100 Grad. Von daher an logisch, wenn du etwas in Wasser dünstest, kann so gesehen sehr, sehr wenig von diesen AGEs nur entstehen. Von daher an, wenn du darauf Wert legst, rate ich dir, mit Wasser zu arbeiten und später vielleicht das native Öl erst zu verwenden, wenn du Öl verwenden möchtest in deiner Ernährung. Ja, die Siedepunkte sind einfach unterschiedlich, ja, von Fett und Wasser, das wissen wir. Hat mit Van der Waals Wechselwirkung und so weiter zu tun, Wasserstoffbrückenbindung versus Van der Waals. Das würde jetzt hier zu weit führen. Was ich aber sagen will, ist, dass es auch Fette gibt, die beständig sind. Zum Beispiel gesättigte Fette, das sind Butter und Kokosöl zum Beispiel, die nicht so schnell umklappen. Wir kennen das alle, bei hohen Temperaturen wird Cis zu Trans. Ne? Transfettsäuren wollen wir auf keinen Fall. Ja? So. Aber das nur als ausschweifendes Thema nochmal. So, jetzt kommen wir wieder zurück. Und zwar 10-30% werden irgendwas über die Nahrung resorbiert, so gesehen. Und ein Drittel davon wird auch wieder ausgeschieden über die Niere. Das heißt, zwei Drittel wird nicht ausgeschieden und macht Unfug bei dir im Körper. Ja? Wichtig nochmal hier anzumerken, die Nierenfunktion ist sehr, sehr wichtig, denn, wie wir wissen, ein Drittel kann sofort über die Niere wieder eliminiert werden. Wenn deine Niere nicht funktioniert, hast du sehr viel, ein Drittel mehr Konzentration von AGEs, die gesundheitsschädlich sind. Nur mal so als Tipp. Es gibt einige Meta-Analysen dazu, zum Beispiel auch
diese hier bei Menschen, die Atemaussetzer haben. Das sind mehr, als ihr denkt. Zum Beispiel Menschen, die morgens sehr müde sind, nicht aus dem Bett kommen, tagsüber überhaupt nicht in die Gänge kommen und an irgendwelche Stimulanzien brauchen, um überhaupt ihr Leben noch zu genießen. Das könnte die Ursache sein von Atemaussetzern nachts, die du gar nicht weißt. Je länger das ist, desto mehr Zellen werden sterben, denn ohne Sauerstoff sterben deine Zellen nun mal. Die brauchen die, um, naja, mitochondriale Atmung zu betreiben. Und das Problem ist, dass auch gerade Herzkrankheiten und so weiter, Herzrhythmusstörungen und so weiter, können darauf zurückzuführen sein. Und sehr, sehr interessant war hier in der Metastudie, konnte bewiesen werden, dass die Menschen circa 1 Mikromol pro Liter mehr AGEs im Blut aufwiesen, die dieses Flugzeug betreiben, als die, die nicht dieses Flugzeug betreiben. Ich glaube, die greifen uns gleich an oder so. Wir machen einfach weiter, wir lassen uns nicht davon stören. Ja? Es ist ganz wichtig, dass alleine anscheinend das zentrale Nervensystem hier in Mitleidenschaft bezogen worden ist durch zu viel AGEs bei dir im Blut, das heißt falsche Lebensweise, zu viel Zucker, einfach Zucker und Proteine oder falsche Nahrung allgemein oder zu hohe Blutzuckerwerte und so weiter. Das Ganze in der Studie war mit einer statistischen Signifikanz zu verzeichnen. Die Heterogenitätsfaktor, also I-Quadrat, war ebenfalls moderat, sage ich mal. Die Studien konnten wirklich miteinander verglichen werden. Nur, es waren wohl einige Studien, die nicht mit einbezogen worden sind. Von daher an auch moderate Verzerrung, Publication Bias leider. Aber es gibt ganz klar eine Tendenz. Und dann habe ich noch eine andere Meta-Analyse extra genommen bezüglich AGEs. Und zwar, guess what, für die Todesursache Nummer 1 in Deutschland. Und das sind die Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Auch dazu gibt es eine Meta-Analyse. Das heißt, eine Meta-Analyse ist immer Studien aus ganz vielen Konglomerat zusammengesetzt. Und die kam zu diesem Ergebnis. Unsere Ergebnisse legen nahe, dass eine Ernährung mit niedrigen AGEs, eigentlich Rohkost, eine wirksame Strategie zur Verbesserung der kardiometabolischen Profile bei Personen mit dem Typ 2-Diabetes oder ohne Diabetes sein könnte. Ja. Und das ist nicht einfach so, sondern das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Anscheinend haben diese AGEs einen sehr großen Einfluss auf die Todesursache Nummer 1 in Deutschland. Das Thema ist wirklich ernst. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Ja, einen statistisch signifikanten schlechten Einfluss auf den Cholesterinspiegel hatten die AGEs, ebenfalls auf das LDL. Und interessanterweise fördern Diäten bzw. Lebensweisen bzw. Blutwerte mit niedrigen AGE-Spiegels ebenfalls die Erhöhung von bestimmten Genen. Und das sind die Sirtuine 1. Das kennen vielleicht einige schon aus meinen anderen Videos, und zwar Sirtuine 1, das sind Gene, wie zum Beispiel der Herr Sinclair, ja, der Harvard-Professor, momentan Nummer 1 in Sachen Altersforschung, Langlebigkeitsforschung, sehr lange forscht und Hauptgrund für Langlebigkeit ist seines Erachtens die Aktivierung dieser Gene, dieser Sirtuine 1. Und genau das wurde hochreguliert bei niedriger, das heißt antiproportional, AGE-Spiegels. Und das meine ich damit, es klaut euch einige Lebensjahre. Kommen wir dazu, was kannst du ganz speziell machen? Und zwar, radikale Sauerstoffspezien sind Spezien, guess what, die bestimmte Aktivitäten in deinem Körper beschleunigen. Zum Beispiel braucht ein Stück Kartoffel mindestens 140 Grad, um Acrylamid entstehen zu lassen. Um die Reaktion, die ich vorhin erklärt habe, am Anfang der Reaktionsmechanismus, damit der abläuft, damit AGEs entstehen können, 140 Grad oder in der Pfanne oder wie auch immer. In deinem Körper hast du ja niemals 140 Grad, da würden deine Eiweiße gerinnen, deine Enzyme gerinnen und du würdest sofort sterben. Aber ganz kurzzeitig können Energiebeträge durch Radikale übertragen werden, die diese Reaktion katalysieren. Von daher ganz wichtig, Radikale im Körper senken. Anhand des Beispiels einmal hier von Kurkumin, das ist nur ein Beispiel, möchte ich euch zeigen, wo das Ganze hier eingreift. Und wir sehen in der Abbildung, dass das Amadori-Produkt, ja, das dann die Radikale benötigt, um später zu AGEs zu werden, weggepuffert werden erstmal von dem Kurkumin. Ja. Vielleicht nochmal hier für alle zum Trösten, Kurkumin ist nicht sehr bioverfügbar, das ist jetzt nur ein Beispiel. Sinnvoller wären da andere Moleküle sicherlich. Ja. Ich möchte noch kurz Schleichwerbung, wie auch immer, aber es ist leider so, wir haben eine Studie durchgeführt mit Kurkumin, 38 höhere Bioverfügbarkeit bei liposomaler Verabreichung, nur mal so. Aber das Kurkumin ist auch hier gar nicht das Thema, es war nur ein Beispiel. Was ich aber damit sagen möchte ist, dass körpereigene Antioxidantien immer das Beste ist, was du haben kannst. Denn diese bewegen sich am besten durch deinen Körper. Du hast zum Beispiel Vitamin C, was nur im wasserlöslichen Kompartiment bei dir im Körper wirken kann. Oder Vitamin E nur im fettlöslichen Kompartiment. Aber zum Beispiel Alpha-Liponsäure kann, wo sie, ist übrigens bald wieder bei uns verfügbar, kann übrigens
kann hingehen, wo sie will, wo sie gerade gebraucht wird. Und das Tolle ist daran, warum an sekundäre Pflanzenstoffe oder eine ausgewogene Ernährung mit sekundären Pflanzenstoffen und so weiter so sinnvoll ist für deinen Glutathionspiegel, weil das Glutathion sich nicht die Hände schmutzig machen muss. Das machen jetzt die sekundäre Pflanzenstoffe. Und das ist das Tolle daran, ja? Denn das kann das Glutathion eben noch anderen, zum Beispiel, das ist das wichtigste Molekül bei uns im Körper, das Glutathion meines Erachtens, anderen Dingen nachgehen, wie zum Beispiel der Schwermetallausleitung, der Entgiftung über der Leber und so weiter und so fort. Das sehen wir zum Beispiel hier auch in der Studie. Haben wir herausgefunden, dass verschiedene Gruppen, sehen wir hier, und je höher die Konzentration der Alpha-Liponsäure, desto niedriger wurden auch die AGEs, desto besser wurden die auch dementsprechend gepuffert. Warum ich diese Studie so toll fand, mit der Alpha-Liponsäure, dass die wirklich ihre Macht bewiesen hat, in dem Sinne, dass sie die Reaktion an Fructose verhindert hat. Das haben die Wissenschaftler extra gemacht, denn die Reaktion mit dem Zucker und dem Protein, woraus dann AGEs entstehen, ja, gerade als darüber reden wir die ganze Zeit, ist mit Glucose nicht so fatal, als wenn es, und nicht so schnell, als wenn es mit Fructose passiert. Und selbst bei Fructose konnte hier tolle Werte erzielt werden. Von daher an, Fructose, ja, problematisch, ja, finde ich, mit hohen Proteinanteilen kombiniert, ja. Von daher empfehle ich, Früchte mit hohen Proteinen zu kombinieren, die sehr evolutionär sind, das heißt sehr wenig Zucker allgemein beinhalten und sehr viel Ballaststoffe. So wird nicht so viel Zucker auf einmal frei, was reagieren kann mit dem Protein. Das ist immer der Clou dabei. Die Ballaststoffe hemmen das so gesehen. Ja, also die Beeren sind aber ganz, ganz weit vorne. Vor allen Dingen auch Früchte wie Papaya, Pflaumen und Mandarinen haben sehr gutes Fructose-zu-Glucose-Verhältnis. Die haben mehr Glucose als Fructose, ja. Habe ich ebenfalls ein Video dazu gemacht. Das sind auch die Früchte, die meistens am besten vertragen werden von Menschen mit Fructose-Intoleranz, ja. Uralt das Video, 2 Jahre oder sowas halt, aber auch sicherlich auch immer noch sehenswert. So, und jetzt möchte ich nochmal darauf zurückzuführen kommen. Vorhin habe ich ja erwähnt, mit der Niere, wenn die nicht ganz so gut funktioniert. Das heißt Menschen, die zum Beispiel an der Dialyse sind. Und dazu habe ich ebenfalls eine Studie gefunden, sehr spannend. Und zwar waren alle Parameter so ziemlich erhöht, die man haben konnte. Natürlich auch das AGE, bei denen die an der Dialyse hängen. Nur das Glutathion war erniedrigt. Und warum? Weil das Glutathion damit beschäftigt war, diese AGEs kontinuierlich zu puffern, ja. Und da sieht man eben sehr, sehr schön, dass wie wichtig das Glutathion, diese körpereigenen Antioxidantien doch sind, ja, dass diese immer in Mitleidenschaft gezogen werden. Wenn du irgendein Leiden hast, hast du meistens einen Mangel an Q10, Glutathion und Alpha-Liponsäure, weil die sind die allerersten, die immer in Mitleidenschaft bezogen werden. Es ist auch wirklich traurig, dass die Dialysepatienten einfach kein Glutathion bekommen. Ja? Der Glutathionspiegel wird niemals gemessen von den Menschen auch, ja. Mit ihrem Problem. Das Erste, was sie bekommen sollten, ist Glutathion, ja, intravenös. Man kann es ja nur intravenös oder liposomal geben. Also sonst wird es von der Magensäure ja zersetzt, weil es ein Tripeptid ist, ja. Nur mal so als Info. Dann kommen wir nochmal zu der Ernährung, ja. Wir haben gerade erklärt, anscheinend spielt Alpha-Liponsäure, Glutathion, wie immer, eine sehr, sehr große Rolle. Aber das Q10 möchte ich hier nochmal ebenfalls und die Ernährung inkludieren. Und zwar eine sehr, sehr interessante Studie mit Frauen und Männern. Da wurden gegeben, also Diäten wurden durchgeführt von diesen Männern über 4 Wochen. Eine gesättigte fette Gruppe, eine mediterrane Diät, das ist viel einfach ungesättigte Fettsäure, meines Erachtens die besten, neben den Omega-3-Fettsäuren. Und eine Gruppe mediterrane Ernährung plus Q10-Supplementation. Und was kam heraus nach der 4-wöchigen Ernährungsform? Die AGEs, die wir nicht haben wollen, in der Gruppe, die gesättigte Fette konsumierte, war am höchsten. In der Mediterranen sehen wir hier eine sehr gute Verbesserung, ja, der AGE-Konzentration. Das heißt viel Gemüse, einfach ungesättigte Fettsäuren und so weiter. Und dann sehen wir hier Q10 noch nicht so entscheidend, aber ganz entscheidend in der nächsten Abbildung war dann Q10 konnte so richtig glänzen, denn der sogenannte AGE1 Rezeptor, das ist der zur Verhinderung quasi von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, so der induziert quasi, dass AGEs nicht wirklich andocken können. Und genau dieser war erhöht in der Gruppe, die noch die mediterrane Diät gemacht haben, plus Q10-Supplementation. Und eine weitere Ernährungsstudie, die sich mit der deckte, habe ich ebenfalls gefunden. Und auch hier wieder wurden verschiedene Gruppen, mehrfach ungesättigte Fette, gesättigte Fette und eine High-Carb-Ernährung, das heißt viele komplexe Kohlenhydrate,
Mit der Supplementation von Omega-3. Und was hat am besten abgeschnitten? Natürlich nicht die gesättigte Fettsäuregruppe, sondern die mehrfach ungesättigte Fettsäuregruppe und vor allen Dingen die auch komplexe Kohlenhydrate plus Supplementation von Omega-3. Das entspricht tatsächlich einer normalen veganen Ernährung, ne, die viele Kohlenhydrate, Omega-3 supplementiert wird meistens. Also ich mache es zum Beispiel auch. Also man sieht schon, das hat einen sehr, sehr großen Einfluss. Ja, aber was das Wichtige ist jetzt, das Wichtigste kommt immer zum Schluss wieder, dass die Gruppe, die Langlebigkeitsgene, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Sirtuine, das sind die Gene, die von dem Harvard-Professor, der momentan Nummer 1 in Langlebigkeit quasi auf dem Planeten ist, ja, die hauptverantwortlich sind für Langlebigkeit, diese Gene, diese Sirtuine 1, diese waren in einer niedrigen AGE-Konzentration am meisten exprimiert. Und das war nicht in der gesättigten Fettsäuregruppe, sondern in der mehrfach ungesättigten Fettsäuregruppe und in der vielen komplexen Kohlenhydrate mit der Supplementation von Omega-3-Fettsäuren. Ja. Von daher an, abschließend kann man sagen, ich bin durch, aber ich gebe euch noch eine Zusammenfassung. Anscheinend die körpereigenen Antioxidantien sind hier sehr entscheidend. Glutathion, Alpha-Liponsäure, Q10. So, das sind wirklich die, die dich immer versuchen zu retten und die immer in Mitleidenschaft bezogen werden. Hohe Spiegel sind sehr wünschenswert bei allen Formen von Krankheiten auf dem Planeten Erde, bei der Spezies Mensch in dem Universum. Wichtig war, eine gesättigte Fettsäuregruppe, Ernährung, ja, ist nicht vorteilhaft für die Senkung von AGEs, hingegen eine einfach ungesättigte Fettsäurengruppe oder eine mehrfach ungesättigte Fettsäurengruppe mit Gemüse und oder eine komplexe Kohlenhydrategruppe mit Supplementation von D3 war sehr förderlich für die Senkung von AGEs und damit auch die Aktivierung deiner Langlebigkeitsgene. Dankeschön fürs Zusehen. Wenn du mich unterstützen willst, auf purazell.de hast du die Möglichkeit dazu. Dort gibt es viele Fitmacher, von denen ich auch gerade gesprochen habe. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mich unterstützt, denn damit kann ich diese Arbeit hier für dich machen. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns. Bis gleich auf purazell.de. Ciao.